Also ich glaube, dass diese Ausstellung eine interessante und notwendige Ausstellung ist. Wenn Sie etwas über das Land erfahren wollen, in dem Sie leben, sollten Sie sich diese Ausstellung ansehen. Eigentlich hätte das in unserem größten Museum stattfinden müssen, diese Ausstellung. Es ist auch eine Parade von Spitzenwerken. Darüber hinaus finde ich einfach, ist das eine selbstbewusste Darstellung von Dingen, die hier, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, das ist ja der Schwerpunkt, in der ehemaligen Bundesrepublik, früher redet man von der ehemaligen DDR, heute reden wir von der ehemaligen Bundesrepublik und ich bin Bundesrepublikaner, dass in dieser Zeit eben sehr viel und das auch vor allem, wenn man das im internationalen Geschäft sieht und vergleicht, Wichtiges und Erstaunliches passiert ist. Scheinbar eine ganz einmalige Situation, weil das Piano aus dem Santo Jorge Pompidou noch nie ausgeliehen wurde. Und es ist eine der bedeutendsten Skulpturen, die aus einer Aktion Josef Beuys 1966 in der Akademie in Düsseldorf durchgeführt hat. Und darum ist diese Installation des Stückes hier in Deutschland auch ganz und gar unabhängig von dieser Ausstellung für mich ein sehr bewegender Moment. Also als der Totaladler geschaffen wurde, war kein Ritual im Spiel, sondern einfach nur Spiel. Da hat ein Spielkind etwas geschaffen, nämlich Spielzeug. Wie die Kunst dann in die Debatte kommt, kann einem ja egal sein. Hauptsache, sie kommt in die Debatte. Ich habe gesagt, und wenn sie mit Panzern kommen, werde ich weiter unterrichten. Kunst kennt keine Kriegsrechte.